Hallo liebe GamesCH-Fans und alle anderen Gamer. Seid ihr bereit für Sandland? Wir haben es für euch getestet. Sandland ist ein charmantes Wüstenabenteuer mit Sand im Getriebe. Die Manga-Kurzgeschichte Sandland zählt zu den eher kleineren Werken des Anfang März 2024 verstorbenen Dragon Ball-Schöpfers Akira Toriyama. Dank einer aufwendig produzierten Anime-Serie und eines gleichnamigen Action-Rollenspiels erlebt das Werk nun jedoch einen zweiten Frühling und findet international größere Beachtung. Hey, it's here! In der Rolle des Dämonenprinzen Beelzebub haben wir uns auf der PlayStation 5 hinaus in die Wüste gewagt, um einer Legende auf die Spur zu gehen. Warum während dieser Zeit Spaß und Frust mitunter recht nah beieinander lagen, verraten wir euch in unserem Test. So wie die Manga-Vorlage entführt uns das Action-RPG in die trostlose Einöde von Sandland. Der Raubbau der Menschheit an der Natur sowie verheerende Kriege haben ihren Tribut gefordert und die Welt in ein Ödland verwandelt. Sowohl Menschen als auch Dämonen leiden unter der sengenden Hitze der Sonne und dem chronischen Wassermangel. Hey you, it's water. Take it. Water? Thank you. Deshalb will der in die Jahre gekommene Sheriff eine legendäre Wasserquelle aufspüren. Um dieses schier aussichtslose Ziel erreichen zu können, verbündet er sich mit Beelzebub und dessen Berater Chief. Well then, I'll get straight to the point. So beginnt die Odyssee unseres ungleichen Trios. So, what are we doing out here under the blazing sun? In Grundzügen orientiert sich das Sandland-Videospiel an der bekannten Geschichte des Originals, wandelt diese jedoch immer wieder etwas ab, um uns als Spieler etwas mehr zu tun zu geben. Auf diese Weise werden zum Beispiel inhaltliche Lücken der Vorlage spielerisch gefüllt oder aber neue Hindernisse müssen überwunden werden. Apropos neu. Sowohl das Action-RPG als auch die Anime-Serie knüpfen an das recht offene Ende der Vorlage an und erzählen hiernach eine brandneue Geschichte, an der Toriyama sogar noch mitgewirkt hat. Aid him. That human's plan will benefit us as well. Im Angel Hero Arc zieht es Beelzebub, Rao, Chief sowie eine neue Freundin ins benachbarte Waldland, wo ein erbitterter Bürgerkrieg herrscht und sie werden natürlich hineingezogen. I'm Anne and it's your lucky day. I happen to be an ace mechanic. All das wird uns in vielen Dialogen sowie einigen wirklich famos inszenierten Zwischensequenzen erzählt, die den Look der Vorlage gekonnt einfangen und zum Leben erwecken. Die spannende Geschichte von Sandland sowie ihre charmanten und im Fall von Rao vielschichtigen Hauptfiguren zählen zu den größeren Stärken des Spiels. Insbesondere der Angel Hero Arc hat uns trotz des ein oder anderen etwas vorhersehbaren Moments schnell in seinen Bann gezogen. Wir wollten unbedingt wissen, wie das Abenteuer von Beelzebub und Co. nach rund 20 Stunden ausgehen würde. Was uns darüber hinaus ebenfalls schnell für sich gewinnen konnte, ist die wunderbar atmosphärische Spielwelt von Sandland, die für uns der heimliche Star des Action-RPGs ist. Während in Sandland die Luft in der Bruthitze flimmert, erwarten uns im Waldland saftig grüne Wiesen und ganz, ganz viel Wasser. Es ist ein wunderschöner Kontrast. Natürlich müssen wir die Welt nicht zu Fuß erkunden, sondern dürfen uns stattdessen hinter das Steuer verschiedener Fahrzeuge klemmen. Während Beelzebub und seine Kumpanen im Sandland-Manga primär mit einem geborgenen Panzer durch die Gegend fahren, können sie im Action-RPG auch ein Buggy oder ein Motorrad steuern. Einigen der Fahrzeuge kommen dabei übrigens besondere Aufgaben zu. Mit einem Sprungboot können wir etwa hochspringen, mit unserem Motorrad gefährlichen Treibsand überwinden und mit einem Hoverboot übers Wasser gleiten. Das ist aus zwei Gründen ein ziemlich cleverer Schachzug vom Entwicklerstudio, das ihr vielleicht schon von One Piece Odyssey kennt. Einmal schlug Akira Toriyamas Herz für Fahrzeuge aller Art und er hat es geliebt, allerlei Vehikel für seine Werke zu kreieren. Somit ist der Fokus hierauf eine schöne Verneigung vor dem Sandland-Schöpfer. Darüber hinaus sorgen die diversen Fahrzeuge und ihre unterschiedlichen Einsatzgebiete natürlich auch spielerisch für eine Menge Abwechslung. Für jede Situation im Spiel gibt es das richtige Fahrzeug. Doch allen ist gemein, dass ihr mit ihnen im Fall der Fälle ordentlich austeilen könnt. Vor allem die knackigen Bosskämpfe, die nicht selten in brachiale Materialschlachten ausarten, haben uns alles abverlangt und zählen deshalb für uns definitiv zu den absoluten Höhepunkten in Sandland. Get away with this. Eure Fahrzeuge sind somit der Dreh- und Angelpunkt des Gameplays in Sandland, in die ihr viel Zeit investieren solltet. In Werkstätten könnt ihr verschiedene Bauteile, die ihr im Laufe der Zeit ansammelt, anfertigen, montieren oder verbessern. Ihr bekommt zwar nicht ähnlich viele Optionen an die Hand wie etwa mit einem Armored Core 6, doch das Basteln und Herumexperimentieren trägt klar zur Langzeitmotivation bei.
And a whole smorgasbord of spare parts and tools. Neben euren Fahrzeugen dürft ihr im Action-RPG natürlich Beelzebub aufleveln. Für jeden Kampf und jede Mission erhaltet ihr Erfahrungspunkte. Erreicht ihr eine neue Stufe, gibt es für ihn und seine Freunde jeweils einen Punkt, den ihr in neue aktive sowie passive Fähigkeiten investieren dürft, die euch das Überleben im Ödland erleichtern. Wenn ihr wirklich das absolute Maximum aus eurem Fuhrpark und den Figuren herausholen wollt, kommt ihr an einigen Nebenmissionen nicht vorbei. Ihr könnt alte Ruinen erkunden, auf Kopfgeldjagd gehen, kleine Botengänge übernehmen oder an Rennen teilnehmen. Sowohl in Sandland als auch im Waldgebiet gibt es wirklich allerlei zu tun. Darüber hinaus könnt ihr euch sogar noch um den Aufbau eurer eigenen kleinen Siedlung kümmern. Der Ort dient gewissermaßen als eure Operationsbasis, die bei eurer Ankunft in einem erbärmlichen Zustand ist. Im Laufe mehrerer Sidequests könnt ihr das glücklicherweise ändern und so auch neue Händler in euer Hauptquartier locken. Egal, was wir in Sandland mit Beelzebub und Co. gemacht haben, wir hatten in der Regel richtig viel Spaß dabei. Nun, zumindest die meiste Zeit über. Denn im Laufe unseres Spiels ist uns aufgefallen, dass an manchen Stellen etwas Sand im Getriebe steckt. So gern wir die Story auch gespielt haben, so sehr hat uns zwischenzeitlich doch das Game Design frustriert. Immer wieder müssen wir elendig lange Wege durch immer gleich aussehende Areale zurücklegen. Obwohl das Entwicklerstudio um Abwechslung bemüht ist, mal mit kleinen Puzzles, mal mit 2D-Jump-and-Run-Einlagen, leidet jedoch arg das Pacing. Viele Abschnitte dauern schlichtweg viel zu lange, was auch den Spielspaß schmälert. Die unterschiedlichen Gameplay-Beats sind zwar nett gemeint und lockern das Geschehen kurzfristig auf, werden letztendlich jedoch in relativ kurzer Zeit zu oft wiederholt und nutzen sich so ziemlich schnell ab. Hier wäre weniger definitiv mehr gewesen. Da wir gerade schon am Meckern sind, auch die Steuerung hat einige Abschnitte schwieriger gemacht, als sie eigentlich waren. Insbesondere während der Hüpfpassagen war die Steuerung nicht so präzise, wie wir das gern hätten. Für Frust sorgten zudem die sporadischen Stealth-Abschnitte, in denen ein Fehler das Game Over bedeutet. In diesen Levels wirkt es auf uns so, als würde es eine Ideallinie geben, der wir folgen sollten. Hier gibt es scheinbar keinen Raum für spielerische Freiheit. Außerdem sind die Nebenmissionen in Sandland eher Genre-Standard. Es gibt nur sehr wenige optionale Aufträge, die herausstechen oder länger als 5 Minuten in Erinnerung bleiben. Viele Sidequests sind zwar fix erledigt und sorgen so für etwas Abwechslung, doch hier wäre sicherlich noch etwas mehr drin gewesen. Dafür konnte uns die überaus schicke Anime-Optik des Action-Rollenspiels schnell in ihren Bann ziehen. Dank vieler kleiner Details, wie etwa der flirrenden Luft und dem schönen Wüstenwind, der den Sand umherwirbelt, kommt eine wunderbar dichte Atmosphäre auf. Der Stil der Figuren gibt dem Ganzen einen angenehmen, handgezeichneten Look. Leider lief das Spiel auf PlayStation 5 nicht ganz so rund. Immer wieder kam es während unseres Tests zu Pop-ups, Texturnachladen, flackernden Texturen und kleinen Rucklern. Nobody's allowed to be more evil than a fiend. Von gravierenden Problemen sind wir zwar verschont geblieben, doch diese Fehler haben uns in ihrer Gesamtheit immer wieder aus der Spielwelt herausgerissen. Als großer Fan von Akira Toriyamas Arbeiten war ich überaus gespannt darauf, wie sich sein kleiner Abenteuermanga Sandland als Videospiel schlagen würde. Und das Entwicklerteam enttäuscht nicht. Die weitläufige Spielwelt ist herrlich stimmungsvoll, die krachenden Fahrzeugkämpfe sind richtig schön spannend und die Story ist toll inszeniert. Hey, who are those guys? Deshalb ist es schade, dass sich viele Abschnitte arg in die Länge ziehen, die Steuerung in den Jump-and-Run-Passagen ziemlich ungenau ist und die Sidequests so generisch ausfallen. Angesichts dieser aufregenden Welt wäre sicherlich mehr drin gewesen. Wenn ihr euch mit diesen Ecken und Kanten jedoch arrangieren könnt, erwartet euch mit Sandland ein überaus charmanter Spaß mit einem sympathischen Heldenquartett. Es ist ein kleiner Geheimtipp für alle, die ihr Glück in der Wüste suchen möchten. Aw, as much as your work ethic disgusts me, you're a nice kid. Wie gefallen euch die Einblicke in Sandland? Schreibt uns unbedingt in die Kommentare, ob ihr Sandland spielen werdet und welches euer liebstes Spiel unter dem Einfluss von Akira Toriyama ist. Wir sind super gespannt auf eure Antworten. Vergesst nicht, die Glocke zu drücken, das Video zu liken und unseren Kanal zu abonnieren, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Bis zum nächsten Mal! Please accept this as a token of goodwill. One of the few game consoles to have survived these chaotic times. Games too! Hold on! I'll ask my dad for permission!